Er hat sich rausgeputzt zum 7. Brunnenfest auf dem Viktualienmarkt, der Karl-Valentin-Brunnen. Was als kleines, spontanes Volkssängerfest vor 7 Jahren begann, ist längst zu einem Spektakel geworden, welches über die Stadtgrenzen hinaus Bekanntheit feiert. Es ist zu Ehren der Volkssänger, die hier verewigt sind, oder Volkssängerinnen, verewigt mit dem Brunnen. Und das ist ein öffentlicher Platz, den jeder kennt, im Herzen und das Herzstück Münchens. Und von daher, logischerweise, muss man da herinnen was machen. Gstanzl, Volkslieder und Mundartdichtung. 6 der 8 Brunnen auf dem Viktualienmarkt wurden bespielt. Los ging es beim Karl-Valentin-Brunnen. Er hat einfach ja, die Linie vorgegeben, er hat das Kurile auf die Bühne gebracht, was die Volkssänger allenthalben eben nicht so gehabt haben. Er war einfach in sich ein Gesamtkunstwerk und er ist auch der populärste von allen Münchner Volkssängern mit. 120 verschiedene Künstler unterhielten die Gäste aus nah und fern, auch wenn nicht immer jeder alles verstand. Ich saß mit der Perle da und habe so lamentiert, wie ich das halt immer mache, wenn es uns nicht gut geht. Was machen wir denn jetzt? Kein Geld mehr da. Wir müssen doch irgendwie was für den Markt auf die Beine stellen. Dann sagt sie, ich kenne Künstler, du kannst das andere. Und dann haben wir halt die Petra Perle, hat dann also die Froni Quast und den Jürgen Kirner und wen sie halt alles kannte, motiviert. Und so kam das erste Brunnenfest. An jedem Eck ein Gaudi, so das Motto. Und die Standl-Besitzer hatten gleich doppelt Grund zum Feiern. Kaum 2 Tage im Amt war auch die neue Kommunalreferentin und somit Viktualienmarktchefin Christina Frank mittendrin. Ein wunderschöner Einstand, wobei meinen Einstand am Viktualienmarkt habe ich schon gestern gegeben. Ich war gestern hier am Markt unterwegs, zusammen mit der Elke Fett, die mich über den Markt geführt hat. Wir waren fast 4 Stunden unterwegs, haben in jedes Stand mal reingeschaut, haben Grüß Gott gesagt und so eigentlich einen ganz guten Eindruck gewonnen. Und ich meine, der Himmel, wunderbar, die Sonne lacht, besser kann es nicht sein. Nach langem Hin und Her zwischen Standl-Besitzern und der Stadt hat man sich jetzt auf eine für beide Seiten zufriedenstellende Art und Weise der Sanierung des Marktes geeinigt. Also wir konnten ja sehr viele Dinge durchsetzen, die beispielsweise auch die Händlerstruktur, dass die erhalten bleibt. Das war uns ganz, ganz wichtig, weil es ja viele Familienbetriebe hier am Markt gibt, die seit Generationen hier sind. Und denen eine Zukunft zu geben, insbesondere auch der neuen Generation eine Zukunftsperspektive zu ermöglichen, das war uns sehr, sehr wichtig. Und vor allem, dass natürlich der Charme dieses Marktes auch erhalten bleibt. Genug Grund zum Feiern also auf dem Viktualienmarkt im Herzen der Stadt. Mit Volksmusik wie aus der guten alten Zeit. Live und unverstärkt. Wir haben ja kein Papier gebaut und hängt's aus in der Luft.